Welche sind die besten Grafiktablets, die es derzeit gibt? Wir haben etwa 40 verglichen und in diesem Video stellen wir Ihnen die Tablets vor, von denen wir glauben, dass sie das größte Potenzial haben. Top 5 Huion H430P. Gute Leistung zu einem winzigen Preis? Wenn man ein paar Opfer bringt, bietet das Grafiktablet Huion H430P, das ganz am Anfang der Einstiegsklasse verkauft wird, genau das. Natürlich gibt es zu diesem Preis weder einen 4K-Bildschirm noch eine drahtlose Verbindung und schon gar nicht eine Vielzahl an Zubehör. Aufgrund seiner geringen Größe von 12,2 x 7,6 cm eignet es sich eher für die Verwendung an Tablets oder Laptops, bietet aber dennoch eine gute Leistung. Die Auflösung ist nämlich ähnlich wie bei High-End-Tablets und der Stift erkennt 4096 Druckstufen. Es hat auch 4 programmierbare Tasten und ist mit Android kompatibel, was seine Fähigkeiten noch ein wenig erweitert. Dieses Modell passt eher auf den Schreibtisch eines Zeichenanfängers oder für gelegentliche Fotobearbeitungen. Auch Spieler des Spiels Osu kommen hier auf ihre Kosten, da der Hersteller dieses Tablet für diesen Zweck hervorgehoben hat. Zusammenfassend kann man sagen, seine Stärken sind: ein sehr niedriger Preis, ein Stylus, der 4096 Druckstufen erkennt, eine gute Kompatibilität mit dem Spiel Osu, 4 programmierbare Tasten. Und seine Schwächen? Die geringe Größe, kein Bildschirm und keine drahtlose Verbindung. Wie immer haben wir die Links zu allen Produkten, die wir ausgewählt haben, in die Beschreibung dieses Videos aufgenommen, also schauen Sie sich ruhig um, wenn Sie sehen möchten, wo sie zum besten Preis erhältlich sind. Top 4 Xensi Labs Pen Tablet Medium Bundle. Xensi Labs ist eine weniger bekannte Marke als Wacom und XP Pen. Dennoch liefert sie hier ein hervorragendes Grafiktablet, das weit über das hinausgeht, was seine Konkurrenten bieten. Es bietet einen mittelgroßen Zeichenbereich von 26,24 x 14,74 cm, der sehr gut in das moderne Design des Chassis integriert ist. Ein weiterer Vorteil durch das Fehlen eines Bildschirms ist, dass das Tablet mit einem Akku betrieben wird und eine Laufzeit von über 15 Stunden hat. In Bezug auf die Leistung schneidet es mit einer Auflösung von 5080 Zeilen pro Zoll und 8192 Druckstufen genauso gut ab wie die besten Modelle in dieser Top-Liste. Seine größte Stärke ist das Zubehör, das es begleitet. So enthält die Packung das Tablet, seine Kabel, einen Zeichenhandschuh, eine Tragetasche, 2 verschiedene Stifte und vor allem eine kabellose, anpassbare Fernbedienung. Die Fernbedienung verfügt über ein Scrollrad und zahlreiche konfigurierbare Tasten, die die Ergonomie und Produktivität bei der Nutzung des Tablets steigern. Es ist ganz einfach gehalten, aber das ist eines seiner Hauptargumente und macht dieses Modell zum derzeit umfangreichsten in dieser Preisklasse. Letztendlich sind seine Stärken: eine gute Auswahl an Zubehör, eine anpassbare kabellose Fernbedienung mit Drehrad, eine hervorragende Leistung, eine sehr lange Akkulaufzeit. Und seine Schwächen? Das Fehlen eines Bildschirms, das Fehlen einer Bluetooth-Verbindung. Top 3 Wacom One by Wacom M. Wacom kann auch erschwinglichere Modelle herstellen und das One by Wacom ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ist ein kompaktes Tablet mit einer Zeichenfläche von 21,6 x 13,5 cm, das alles kann. Zeichnen, Fotos und Pläne bearbeiten und vieles mehr. Dank seines Designs und seines Formats lässt es sich leicht transportieren, auch wenn wir das Fehlen von WLAN und USB-C bedauern. Dank dieser relativen Simplizität ist es mit Chromebooks und den meisten Softwareprogrammen kompatibel. Was die Leistung angeht, so ist es mit einer Auflösung von 2540 Zeilen pro Zoll und nur 2048 Druckstufen vernünftig. Im Klartext: es ist ein Tablet, das sich mit dieser Leistung vor allem an Anfänger und Amateure richtet und weniger an professionelle Illustratoren. Das Bundle ist wie so oft bei Wacom relativ klein, aber wir sprechen hier von einem Grafiktablet, das für weniger als 100 Euro angeboten wird. Kurzum, es bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusammenfassend sind seine Stärken: eine komfortable Zeichenfläche, eine gute Kompatibilität mit Chromebooks, eine kompakte Größe, ein niedriger Preis. Und seine Schwächen? Das Fehlen eines Bildschirms, das Fehlen von drahtlosen Verbindungen und USB-C. Top 2 Wacom Cintiq 16. Dieses Grafiktablet legt den Schwerpunkt auf seine Leistung und das Gleiterlebnis. Sein Bildschirm hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln.
Und auch wenn dieses Tablet nicht die treuesten Farben hat, profitiert es dennoch von Wacoms Erfahrung auf dem Markt für Grafiktablets. Der Pro Pen 2 ist ein ausgezeichneter Stift, der nicht aufgeladen werden muss, sondern in einer Halterung an der Kante des Tablets Platz findet. Das Gerät bietet daher mit einer Auflösung von 5080 Zeilen pro Zoll und 8192 Druckstufen eine vorbildliche Leistung, die den teuersten Modellen würdig ist. In Anbetracht seiner Leistung und Preispositionierung ist das Cintiq 16 eine sehr interessante Alternative zu den professionellen Modellen, die bislang für viel mehr Geld verkauft wurden. Wenn Sie sich für dieses Modell entscheiden, entscheiden Sie sich vor allem für die Referenz, die Wacom auf dem Markt für Grafiktablets ist. Ein Kritikpunkt ist jedoch, dass es nur wenig Zubehör gibt und dass keine anpassbaren Tastenkombinationen zur Verfügung stehen. Zusammenfassend sind seine Stärken: eine beispielhafte Leistung, ein ausgezeichneter Stylus mit hervorragenden Gleiteigenschaften, ein Full-HD-Bildschirm. Und seine Schwächen? Eine begrenzte Anzahl von Zubehörteilen, nicht anpassbare Tasten für Schnellzugriffe. Und bevor wir zu Top 1 kommen, abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Ihnen die Top 5 der besten Produkte gefallen, denn wir veröffentlichen sehr oft neue. Top 1 XP Pen Artist 16 Second Gen. Dieses Tablet zeichnet sich vor allem durch zwei Eigenschaften aus: einen guten Bildschirm und einen hochwertigen Stift. Dank dieser Kombination bietet das Tablet ein hervorragendes Nutzungserlebnis mit einer Auflösung von 5080 Zeilen pro Zoll. Die Genauigkeit und Sensibilität des Stifts mit 8192 Druckstufen sind überzeugend und machen das Tablet zu einem echten High-End-Tablet. Der hervorragende 15,4 Zoll Bildschirm mit Full-HD-Auflösung kann übrigens auch problemlos als Zweitbildschirm verwendet werden. Der Bildschirm ist zudem laminiert, um den Abstand zwischen dem Bildschirm und Stift zu verringern, und bietet einen sehr guten Farbraum. Das Ganze ist auf einem soliden, transportablen Rahmen aufgebaut und es kommt mit 10 anpassbaren Schnellzugriffstasten daher. Obwohl es mit Android und Chromebooks kompatibel ist, muss man sich dafür ein zusätzliches Kabel besorgen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Trotzdem ist das XP Pen Artist 16 Grafiktablet unterhalb der 400-Euro-Marke ein sehr umfangreiches und leistungsstarkes Displaymodell, das sowohl für fortgeschrittene Benutzer als auch für Anfänger geeignet ist. Zusammenfassend sind seine Stärken: ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein laminierter 15,4 Zoll Full-HD-Bildschirm, 10 anpassbare Tasten, ein guter Stylus mit hoher Präzision und Sensibilität. Und seine Schwächen? Das Fehlen eines Kabels, um sich mit Android oder einem Chromebook zu verbinden. Damit ist unsere Auswahl der derzeit besten Grafiktablets abgeschlossen. Zur Erinnerung: die Links zu allen Produkten, die wir erwähnt haben, finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Und wenn Ihnen die Tops der besten Produkte gefallen, zögern Sie nicht, uns zu abonnieren.